Ja, hallihallo und herzlich willkommen beim Euro Truck Simulator 2. Heute mit dabei der Willer Kutus. Hallo. Und der Dass ist auch anwesend. Jo, hallo zusammen. Und wir wollen jetzt gar nicht vertiefen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Nee, gar nichts passiert. Nein. War auf jeden Fall nicht unter 18 freigegeben. Ja. Deshalb, liebe Leute, können wir euch das leider nicht zeigen. Ja, richtig. So, dann wollen wir mal weiter. Ach, Mensch. Ja, fahren wir mal der Iveco. Oh, du fährst Iveco. Ja, Schlackern die nicht? ich habe ja nicht in dem Sinne große Wahl. Ja, dann Habe gewöhne dich schon mal dran. keine eigene. Ja, ich Dann habe gewöhne dich keine. schon mal dran. Du wirst jetzt immer nur nach Iveco fahren. Ja, super. Ich habe schon eine Lackierung gemacht dafür. Ah, ja. Siehst du, dann passt das doch. Wobei, die letzte Lackierung ist ja wirklich gerade meine Lieblingslackierung zurzeit. Ja, das hast Die du mir Alien. geschrieben gehabt. Ja. Weil ich mag ja die Serie, besonders den zweiten und vierten Teil. Ah ja. Und deshalb passt das optimal. Also ich war ja Alien überrascht, ist super. was du mir geschrieben hast, dass deine Lieblingslackierung wird. Ich so, du guckst solche Filme? Ja, also Alien 2 zählt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Mag zwar alle vier Teile, aber der zweite ist mein absoluter Highlight. Dann kommt Nummer Teil 4 und dann Teil 1 und Teil 3 ist, fand ich nicht so interessant, dem in diesem Gefängnistrakt. Das war nicht so ganz mein Thema. Ja. War zwar auch gut gemacht oder so, aber Ja gut, du kannst mir sagen, was du willst. In jeder Serie, sag ich mal, wo es mehrere Teile davon gibt, hat solche drunter, wo einem nicht so zusagen. Ja, das ist ja. Naja, außer Ich zurück in mag. die Zukunft. Ja. Ja, aber obwohl, das war der zweite, der hauptsächlich im den Westen gespielt hat, ja. Also der dritte. War das der dritte? Ja, da war es der hauptsächlich im Wilden Westen gespielt hat, hat mir nicht so zugesagt. Mir wiederum schon. Ja. Mir auch. Mir gefallen sowieso alle drei, aber der im Wilden Westen, der war schon okay. Ja, ich glaube, ich habe mich an den Tagen etwas zu leid gesehen. Irgendwann mal. Zu oft gesehen. Ja, das ist dann der Nachteil, wenn du so zu oft guckst, weil du es gern schaust, ja. Ups. Da haben wir gerade eine Laterne mitgenommen. Und mir fährt hält der Unfälle vor, ja. Und er baut jetzt mehr Unfälle als ich. Gut, Ja, ich ich sag habe jetzt nicht, wie viel, dass ich wirklich gebaut habe. die Straßen sind für den Anhänger nicht wirklich so gut geeignet. Da muss man weiter ausholen und das habe ich mal wieder vergessen. Und dann ist meine Zugmaschine ja auch nicht gerade kurz. Und Das habe ich. das Das hab. vergisst man dann schnell. Immer Ja, das diese habe ich. Ausreden. Ja. Nee, aber ihr habt das vorher auch beim Deutz gesehen, was ich hinten drauf gehabt habe. Weil der viel breiter ist als alles andere, was Standard ist. Man muss viel weiter ausholen, sonst bleibt's hängen. Und das stimmt. Und das vergisst man halt manchmal sehr schnell, wenn du gerade was gefahren bist, was kürzer ist. Ja, Pech. Hatten wir mal ein Thema? Nö. Nö. Wir können den Leuten frohe Ostern wünschen, weil das Video kommt ja am Ostermontag raus. Da können wir ja den Leuten nochmal nachträglich frohe Ostern wünschen. Ja. Ja, frohe Ostern. Frohe Ostern. Ich hoffe, ihr habt alles gefunden. Jetzt denken die Leute auch, jetzt spenden die schon wieder. Die wissen ja gar nicht, weshalb wir lachen. Das war außerhalb der Videoaufnahme. Outtakes. Ja. Das ist aber jetzt schon gemein, weißt du? Sicher, passt schon. Die Die Leute. müssen nicht alles wissen. Also die Leute
Leute jetzt dumm sterben lassen, dann ist ja nicht nett von uns. Ja, das, kurbelt dann das Denkvermögen an, dann kannst du gut sagen, Kopfkino. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass ich nächstes Wochenende alles finde. Ach ja, du bist ja in der Schweiz. Richtig. Ja. Ja, da solltest du alles finden, sonst wird das ein trostloses Ostern. Ja, viele machen ja über Ostern heutzutage auch Bescherung der Art, dass... Ja, so Ostergeschenke. Kinder, ja, ja, dass ihre Kinder mittlerweile auch zu Ostern Geschenke bekommen. Mhm. Also, weiß ich nicht. Also ich find's eigentlich ja nicht richtig. Das Einzige, was ich früher geschenkt gekriegt habe, das war so Osternestl. Ist halt versteckt worden mit ein paar Süßigkeiten, mal mehr. Ja, genau. Also, weißt du, wirklich so ein kleines Osternest, wo wirklich ein Osterhase aus Schokolade drin war, genau. Ostereier und sowas. Mhm. Aber das war's dann aber auch schon. Aber so jetzt irgendwas zum Spielen oder zum Anziehen oder weiß der Teufel was, gab's da nicht. Das sollte ja eigentlich auch nicht sein. Ja. Ich finde das aber auch eigentlich nicht so, ja, ich finde es übertrieben, dass mittlerweile, ob das jetzt Halloween ist, Ostern ist, Weihnachten ist, überall wird heutzutage erwartet, dass du den Leuten was schenkst. Ja, es wird ja von der Werbung so weiter so nahe gebracht. Ja, natürlich. Osterangebote und keine Ahnung. Ja, natürlich. Da ist das natürlich normal, dass dann die Kinder sagen, ich will auch ein Geschenk, ich will auch ein Geschenk. Ja, ja gut, die Industrie sagt sich natürlich, ja, machen wir, verkaufen wir nochmal zusätzlich. Mhm. Warte mal ab, demnächst dann irgendwann, in ein paar Jahren, gibt's dann zu Pfingsten auch Geschenke. Mhm. Wahrscheinlich. Wer weiß. Ja, irgendwann finden sie noch irgendwelche Feiertage, wo sie Geschenke verteilen können. Ja, Halloween ist doch im Endeffekt sowas geworden. Mhm. Also wenn du mal so vor 10, 15 Jahren gesehen hast, wer hat denn da Halloween beachtet? In Europa niemand. Nö. Mhm. In Amerika ist ja sowieso was anderes, aber bei uns hier in Europa, Halloween hat eigentlich keiner, also dass man da sich verkleidet hat wie zu Karnevalszeiten oder sowas, überhaupt nicht. Und jetzt, die Leute schmücken ihre Häuser, sie verkleiden sich, machen Partys, geben sich Geschenke und sowas alles. Schnitzen Kürbisse. Ja, und früher, so 11 Tage später kommt ja St. Martin, da sind die Kinder von Geschäft zu Geschäft gelaufen mit ihrer Laterne und haben gesungen und haben dann Süßigkeiten gekriegt, aber doch zu Halloween nicht. Also wir als Kinder zu Halloween, ich glaube, wir wären für verrückt gehalten worden, wenn wir die laufen wären. Ja. Wahrscheinlich. Oder hätten irgendwo geschält und hätten Sachen Süßes oder Saures und hätten nichts Süßes gekriegt und hätten die Türen beschmiert. Ja, da hätten wir uns was für anhören können. Ja, schon, ja. Da hätten ja wir was Saures gekriegt von den Mitbewohnern. Ja. Wir wären vielleicht höchstens noch eingeliefert worden, wenn wir so verkleidet dahergekommen wären. Ja, aber so ändern sich halt die Zeiten. Und so ändert sich halt auch Ostern. Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es sicher auch Kinder gibt, die auch Spielkonsole zu Ostern kriegen. Ja, aber natürlich. Da gibt's genügend. Das ist sicher. Es ist nun natürlich für die Eltern natürlich hart, die nicht so viel Geld haben und ihren Kindern auch was geben wollen, weil da die ganze Freunde und sowas kriegen und sie können es halt einfach nicht. Mhm. Es gibt ja immer mehr Leute, die eben wirklich so wenig Geld haben, dass sie gerade auskommen und ihren Kindern eben das alles nicht bieten können. Ja, irgendwo muss man auch Grenzen setzen, weißt, weil ich denke mir einfach, wenn du an jedem Feiertag, wo es überhaupt gibt, Geschenke verteilst, irgendwann sind die Kinder dann so verwöhnt, dass sie dir auch im Prinzip dann auch aus den Händen gleiten, ja? Ja, natürlich, und besonders
so, wo war das? Bei Harry Potter, ich weiß aber nicht mehr in welchem Teil, wo dem sein Cousin oder was das da ist, dieser kleine Dicke da, zu seinem Geburtstag, was war das, 31 Geschenke kriegt und der dann, und Riesengeschenke dabei und dann auf einmal anfängt rumzuschreien, letztes Jahr habe ich 32 gekriegt, warum kriege ich dieses Jahr nur 31 und ist da am Rumschreien. Ach. Weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Ja, schon. Nö. Halt, stopp, ich fahr hier. Nein, ich sag gerade, ich hab die falsche Ausfahrt. Beinahe erwischt. Das war auch nicht auf dich bezogen, da hast du das. Also, gut. Ja, aber das ist. Ich fahr mal wieder Fähre. Ach, das ist schön. Mhm. So, mal schauen, wo ich hin muss. Nicht, dass ich jetzt falsch abbiege oder so. Ja, du machst das so wie ich jetzt gerade. Ich meine, da hättest du normalerweise nicht abbiegen können, aber da ich ja hier diese Begrenzung, dieses Weltende nicht drin hab, durch den Mod, konnte man da auch wunderbar runterfahren. Da muss man also noch höllischer aufpassen. Deswegen hab ich das nicht mit reingenommen. Ach doch, ich hab das eigentlich gerne drin. Aber ich sollte danken fahren. Wenn du, weißt du, wenn du am Reden bist mit Leuten, wie jetzt halt, und dann auf sowas achten sollst, ja, da kann schon mal was daneben gehen. Ja, vor allem bei den großen Autobahnkreuzen. Ich habe jetzt halt zweimal aufpassen müssen, dass ich da nicht irgendwie falsch fahre. Aber beim ersten Mal hat es irgendwie, war es im Großen und Ganzen wurscht, welche du genommen hast. Ja. Aber das weißt du ja im Voraus nicht. Nee. Wie gesagt, du weißt ja vorher nicht, wo die Straße dann hingeht und ob du dann auf dieselbe Straße wieder zurückkommst oder so. Mhm. Ich meine, im Singleplayer ist es ja eigentlich vom Prinzip her egal. Könntest du im Notfall in den Fly-Modus reingehen und kannst dich dann wieder zurücksetzen, aber ja, das ist sicher. Ja nicht der Sinn der Sache. Im Prinzip nicht, nein. Gut, jetzt von der Größe her wird das jetzt eigentlich auch noch eine Map, wo du im Prinzip gut brauchen könntest für einen Multiplayer, weil da hast du ja, bessere aber, Auswahl. Ja, aber sie können es halt nicht reinnehmen, weil, guck dir mal an, ich kenn's ja von mir noch, wie ich das 32-Bit-System hatte, da konntest du die Map auch nicht vernünftig fahren. Und im Multiplayer, ich denke mir mal, da sind genügend Spieler, die auch noch mit 32-Bit fahren. Und dann bei so einer Map kannst du vergessen. Ja, denk auch mal dran, was das für Serverlast erzeugen würde, die Map. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Ja, stimmt. Das wird natürlich auch noch dazu kommen. Aber ich stelle immer wieder fest, dass der Truck hier nicht sehr gut dafür geeignet ist, in Together zu fahren. Da musst du dich zu sehr auf den Truck konzentrieren und kannst dann nicht mehr so dem Redefluss folgen. Mhm. Das ist auch teilweise bei den Autobahnkreuzen schwierig. Ja. Im Together dich zu konzentrieren, ja, welche muss ich jetzt nehmen, weil irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, ich fahre da irgendwie im Kreis. Du kommst also schon seit 3 Stunden an derselben Stelle an. Ja, irgendwie schon, da bin ich irgendwie auf 880 Kilometer und plötzlich bin ich wieder auf 900. Ja, das muss falsch. Ja, das sind eben die großen Autobahnkreuze. Ja. Aber das Navi zeigt dir auf 2 Wege, wo du das Autobahnkreuz durchfahren kannst, ja. Und ich bin jetzt anscheinend immer das zweimal am selben Ort durchgefahren, jetzt nehme ich dann mal das andere. Ja, ich glaube, wir sind heute nicht fahrerisch Top-Wahl. Nee, nicht unbedingt. Aber das ist der feine Unterschied, ob du jetzt wirklich alleine fährst oder eben im Together, wo du dann, besonders wenn es wie jetzt mit 3 Mann, wo du dich halt auch auf das Gespräch konzentrierst. Ja, natürlich.
Es ist sowieso schwierig. Ja, stimmt. Das merkt man teilweise auch schon, wenn du alleine fährst und dann gleichzeitig auch noch redest. Ja. Ist es viel, viel schwieriger, als wenn du nur spielst. Ja, das ja, aber ich finde, das alleine geht's eigentlich noch. Weil du musst ja nicht den anderen zuhören und sich darauf konzentrieren. Du brauchst eigentlich nur auf dein eigenes Geschwätz dich konzentrieren. Und also das finde ich noch relativ vertretbar und einfach zu machen. Aber wenn du wirklich anderen auch noch zuhören willst, und das gebietet ja auch der Anstand, dass du dann zuhörst, damit du weißt, was der andere... Kannst ja nicht jedes Mal, wenn der andere was gesagt hat, eine Minute später sagen, was hast du gerade gesagt? Ben & John, aber es kommt nicht so gut. Ja. Ja, schon. So, jetzt nehme ich mal die andere Spur. Nee, nicht da hoch. Aber der LKW wollte jetzt wirklich wieder in die andere Richtung. Also ich glaube, da kommt es dann langsam bei mir eine Tankstelle, die werde ich mal verwenden. Ah, gut. Dann bleibe ich auch gleich hier stehen. Ich stehe gerade am Hafen. Und so, dass ich jetzt weiterfahre. Oder ist jetzt... ist die nur auf der anderen Seite? Was soll denn das? Hab ich auch noch nicht gesehen. Doch normal sind wir auf beiden Seiten. Auf der Autobahn oder auf der auf der Landstraße hast du so da oft... Das immer nur auf der Autobahn, gerade in England. Ach so. Ach, da oben bei Glasgow ist eine Tankstelle nur auf der Gegenseite. Dann bin ich da gerade wohl. Oh. Da ist keine. Ah, ich bin wieder mal in Basel angekommen. Ich dachte schon, die Stelle kenne ich doch. Déjà vu. Ja, richtig. Da ist die Tankstelle in die andere Richtung. Okay. Wie lang ist denn unser Video? 17. Ja, dann sollte ich... Na, ich bleib jetzt stehen. Ja, ich bleib jetzt da und ist zwar die Ausfahrt, aber ich bleib jetzt da stehen. Ja, ich roll auch schon auf die Tankstelle. Mit 80. Ja, hub nicht! Vor! Nur hat er Probleme, kann weder links noch rechts vorfahren. Du Blockierer. Ja. Wenn jetzt hinter mir einer käme, der käme auch nicht weiter. Ich stehe. Ja, eben. Jo. Ich stehe auch. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, kann ein Like da lassen. Und wenn es nicht gefallen hat, ein Dislike ist auch okay. Und wir sehen uns später wieder. Tschüss. Tschüss. Jo, goodbye.